Herzlich willkommen zur Tarot-Wochenkarte für Hochsensible für die Woche vom 30.09.2024 bis zum 6. Oktober 2024. Mein Name ist Coco Sonne, Autorin und Mentorin für Hochsensible. Ich bin selbst hochsensible Unternehmerin und Selbstständige seit über 20 Jahren. Ich habe das Buch geschrieben, Die hochsensible Unternehmerin, welches ihr auf Amazon kaufen könnt. 10% der Einnahmen gehen an den Verein Esel in Not. Ich bin selbst aktiv im Tierschutz. Und nun zur Wochenkarte, die 5 der Stäbe. In dieser Woche ist es sehr wichtig, dass du gut bei dir bleibst. Diese Woche kann mit sehr vielen Gegenstimmen und Meinungsopposition verbunden sein. Als Hochsensible fühlst du genau, wer auf deiner Seite steht und wer nicht, wenn du einen Raum mit Menschen betrittst. Folge unbedingt deiner Wahrnehmung und schütze dich entsprechend. Verlass den Raum unter einem Vorwand oder bitte Gott oder das Universum um deinen Schutz. Nutze Disziplinen, die deine Erdung fördern. Meditation, Tanz, Bewegung unter freiem Himmel, Wurzelgemüse essen, Gartenarbeit, Pflanzen eintöpfern, mit den Händen in einem Ballen von Torferde wühlen, wenn du in der Großstadt wohnst und keinen Garten zur Verfügung hast. Viel Kraft bei der Umsetzung. Du bist dir selbst deine wichtigste Dienstleisterin. Du bist die Number One in deinem Leben.